Hey Freunde und herzlich willkommen zum dritten und letzten Tag der Nachhaltigkeits-Challenge. Das Thema ist Unverpackt. In diesem Video sammeln wir alle Verpackungen, die wir an einem Tag verbrauchen, in dieser Box und gucken am Ende des Tages, wie viel drin ist. So Freunde, schönen guten Morgen. Ich wollte mir gerade mein Brot machen, aber wir haben keinen Käse, der nicht verpackt ist. Beziehungsweise kein Brot auf Strich. Ich esse mal diesen Käse hier. Und der ist dummerweise verpackt. Also ist der schon mal für unsere Box. So Freunde, ich wollte mich gerade duschen, habe ich festgestellt. Wir haben hier ganz viel Shampoo, aber leider ist nichts unverpackt. So Freunde, ich muss mir jetzt irgendwas zum Mittag machen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt machen kann. Also wir haben hier noch ein paar Eier. Da haben wir auf jeden Fall nur so eine Pappverpackung. Und dann überlege ich mir, ob ich Wraps machen soll, wie wir das in einem anderen Video auch schon gemacht haben. Das Ganze hier ist ja keine Verpackung, das kommt also in den Kompost. Im Laufe des Tages ist immer mehr zusammengekommen, was in die Box gehört. Wir haben jetzt hier auch noch so einen wunderbaren Reibekäse, den wir auch noch auf die Wraps tun. Noch eine Verpackung also. Ich habe schnell festgestellt, dass wir oft gar nicht wirklich darüber nachdenken, wie viel wir besonders an Plastikverpackungen verbrauchen. Um eine Lösung für das Problem zu finden, sind wir in einen Unverpacktladen in Köln gefahren. So Freunde, wir sind jetzt gerade vorm Tante-Olga-Laden. Das soll ein Unverpacktladen sein. Und da gucken wir jetzt einfach mal rein. Dina Stark gehört zum Team des Tante-Olga-Ladens und sie hat diesen mit aufgebaut. Ja, wie sind Sie denn zum Unverpackt gekommen, also zum Thema Zero Waste, und wie haben Sie die Idee bekommen, das hier aufzubauen? Ja, im Grunde habe ich selber auch gesehen, wie viele andere, die diesen ganzen Müll und das Leiden in den Meeren mit den Tieren, die an dem Plastik quasi sterben und das essen und daran vergiften. Und da habe ich mir irgendwie gedacht, so möchte ich irgendwie nicht dran teilhaben, und habe mir dann eine quasi gleichgesinnte Gruppe hier in Köln gesucht, die auch damit sich schon beschäftigt hat. Und das war dann mein Team, Olga und Gregor. Die hatten da zu der Zeit schon quasi den Zero Waste Laden, das ist ein Online-Shop mit den ganzen Artikeln, die er da sieht, die nicht Lebensmittel sind. Und zusammen haben wir uns dann entschieden, auch für Köln so einen Unverpackladen zu eröffnen, weil wir selber so einkaufen und leben möchten. Und wie ist das hier bei den Bewohnern angekommen? Ja, sehr gut. Genau, da waren wir echt froh drüber, dass wir hier nicht die Einzigen waren, die so einkaufen und leben wollten, sondern dass wir gemerkt haben, dass die Nachfrage echt groß ist. Und wir uns dann hier, besonders in Sülz, auch mit den ganzen Nachbarn, so eine gute Stimmung haben, dass alle sagen, ja super, dass ihr da seid und toll, dass wir das machen. Und für uns ist das natürlich einfach großartig, dass das so funktioniert, ne? Wie funktioniert das mit der Lieferung? Also lassen Sie das dann in großen Paketen liefern oder wie machen Sie das? Genau, also vieles kommt in Großgebinden, so heißt das. Das sind ab 5 Kilo aufwärts, unterschiedlich, ne? Bei Gewürzen oder Tee sind das dann so 5 bis maximal 10 Kilo. Oder dann bei Haferflocken, Reis und so sind das ja 25 Kilo Säcke. Mhm. Da kann schon mal richtig viel Verpackung eingespart werden, besonders Plastikverpackung. Und dann gibt es auch noch so Kartons, die dann ankommen. Das sind verschiedene Möglichkeiten. Aber auch was wir total cool finden, sind halt Pfandsysteme, wie zum Beispiel hier beim Kaffee. Da haben wir hier solche Eimer. Und die sind Pendeleimer, das heißt, die gehen immer zurück, werden gereinigt, aufgefüllt und dann entsteht dann halt kein Müll. Und was würden Sie jetzt jemandem, der einfach da was für tun will, also Zero Waste leben will, aber halt nicht genau weiß, was würden Sie dem empfehlen?
Ja, mit kleinen Schritten anfangen. Du kannst ja anfangen, schon mal deinen Einkaufsbeutel dabei zu haben. Das ist schon mal ein guter Schritt. Mit deinem Einkaufsbeutel kannst du schon dein Gemüse lose kaufen. Du kannst Brot und Brötchen einfach lose reinmachen. Dann brauchst du keine Papiertüten benutzen. Also du kannst halt einfach kleine Schritte machen. Zum Beispiel haben wir auch hier Wasser hier und hier zum Auffüllen. Das nennt sich dieses Refill-Programm. Das heißt, gibt es bei vielen Läden, dass du einfach deine Wasserflasche dabei hast und dann keine Flaschen kaufen musst, sondern einfach immer deine Flasche auffüllst. Ne? Also so Schritt für Schritt einfach zu schauen, okay, kann ich irgendwann mal mein Haarshampoo durch eine Seife ersetzen? Möchte ich meine Zahnbürste mal durch eine Bambuszahnbürste ersetzen? Und das halt so nach und nach machen und sich nicht komplett auf einmal überfordern. Cool. Okay, das war schon. Schön. Ja, danke. Also, wir lernen daraus, es gibt auch Alternativen zur Plastikverpackung. Und man muss nicht mal auf etwas verzichten. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an den Tante-Olga-Laden in Köln, dass wir so kurzfristig kommen durften. Schaut bei denen auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr in der Nähe wohnt. Oder besucht doch mal den Online-Shop, der Link ist in der Videobeschreibung. So Freunde, in dieser Woche ist es eure Aufgabe, einen Tag lang euren Verpackungsmüll zu sammeln und zu überlegen, was man alles machen kann, um den Plastikmüll zu vermeiden. Das könnt ihr uns wie immer mit einem Foto und einem Kommentar zu eurer Idee auf Instagram bei GreenShirtTV schicken. Dafür habt ihr bis Donnerstag Zeit. Ich würde sagen, tschüss und bis nächste Woche.